Hallo, schön bist du heute wieder dabei beim High Special vom Sea Awareness Kongress. Also ich habe dir ja versprochen, dass ich dir erzähle, warum ich schlussendlich dann doch auf den Hai gekommen bin. Ich habe wirklich alle diese Geschichten geglaubt mit den menstruierenden Frauen, dass wenn man sich in den Finger geschnitten hat, dass dann sofort 100 Haie auf einen losschwimmen und also das war für mich so ein bisschen unangenehm, als ich dann tauchen gelernt habe. Immer so diese Angst im Nacken, dass da ein Hai sein konnte. Klar, natürlich war ich so fasziniert von diesen Fischen und den anderen eben Tintenfischen, weiß ich, was da alles rumschwimmt, Nemos und so, Korallen, dass ich da nicht permanent an den Hai gedacht habe. Aber die Idee, dass mal ein Hai kommen könnte, was ja im Roten Meer vor allem vor vielen Jahren, ich habe in 91 tauchen gelernt, schon noch möglich war. Ja, und dann habe ich halt gedacht, ja, irgendwie muss ich was unternehmen. Und dann ist mir zufällig das Buch von Erich Ritter, Mit Haien sprechen, über den Weg gehüpft. Und ich habe gedacht, das ist es. Wenn ich mit Haien sprechen kann, dann kann ich denen sagen, sie sollen einfach einen großen Bogen um mich herumschwimmen. Ich habe dieses Buch verschlungen, ich habe Haie auf einmal mit anderen Augen gesehen, habe gesehen, was für ein faszinierendes Wesen das es ist und dass es mit einem Monster so gar nichts am Hut hat. Überleg dir einfach mal, Delfine finden wir alle super, super süß und lächeln und supi. Schlussendlich sind das dieselben Raubtiere wie ein Haifisch, nur dass sie uns als Flipper verkauft werden, mit dieser Flipper-Serie, und der Hai wird uns als dieses Monster verkauft. Überhaupt, woher nehmen wir uns die Arroganz, einem solchen eleganten Lebewesen Monster zu sagen? Würden wir das einem Löwen oder Tiger sagen, dass er ein Monster ist, wenn er mal einen Unfall mit einem Menschen hat? Glaube ich nicht. Hai ist einfach so negativ behaftet. Der Finanzhai, der Versicherungshai, alles negative Attribute. Finde ich eigentlich schade, denn es ist eine Spezies, die schon viele, 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 viele tausend Jahre, Millionen Jahre, was weiß ich, in diesen Ozeanen rumschwimmt. Ein ganz wichtiges Lebewesen, das aufpasst auf das Ökosystem im Meer. Wusstest du eigentlich, dass mehr Menschen sterben durch Pferde, etwa 20, und durch Nilpferde werden 2.900 Menschen jährlich getötet. So 40 durch Quallen, 130 durch Hirsche, 22 durch Kühe, 30 durch Ameisen und nur 5 durch Haie. Ja, so, ich glaube, dass wir uns nicht so bewusst sind, dass ein Pferd wesentlich gefährlicher ist. Okay, vielleicht begegneten die Menschen auch mehr Pferden als Haien, aber mit den Nilpferden, finde ich, ist es schon ein sehr großer Unterschied. Und wir finden ja Nilpferde auch süß, obwohl sie gefährlich sind. Wenn du wissen möchtest, was du tun sollst, wenn ein Hai dich umkreist, und dann sei morgen wieder dabei. Tschüss, ich freue mich auf dich.